Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind angelangt in Kapitel 6 von 8. Auf jeden Fall geht es hier weiter. Ei war scharf, aufregende Neuigkeiten. Das komische Gefühl ist zwar nicht wiedergekehrt, aber ich habe entdeckt, dass das mysteriöse Pokémon, das wir erforschen, die Fähigkeit hat, durch die Zeit zu reisen. Vielleicht ist das der Grund für das, was hier geschieht. Oder wieder geschieht. Vielleicht ist dieses Pokémon in der Nähe. Ich schlage vor, dass du im Laufe der nächsten Wochen Proben sammelst und mit ein paar Entwicklungs-Items experimentierst, um zu sehen, ob dieses Gefühl wiederkehrt. Übrigens, hast du ein paar Sananabären für mich, Bruder? Meine Forschung könnte von... Jetzt habe ich oben gelesen und bin verwirrt. Meine Forschung könnte von mehr Daten über ihre Verwendung profitieren. Wenn du mit welchen zurückkehrst, gebe ich dir diese exotischen silbernen Sananabären. Tu bitte Folgendes. Besuche 7 Tage hintereinander Pokestops. Verwende 25 Sananabären beim Fangen von Pokémon. Verwende 2x Items, um Pokémon zu entwickeln. Bam! Hier habt ihr die Aufgaben. In der Übersicht, ein Sprung in der Zeit, 6 von 8 und kein GPS. Was will man machen? Kapitel 6 von 8 und wir sitzen hier bei XXL Burger und Meer in Stuttgart. Da sitzt der Iswo, das ist Meer, das ist nämlich die Currywurst. Und ja, wie ihr seht, wir müssen natürlich noch 2 Entwicklungs-Items verwenden, um Pokémon zu entwickeln. Ich möchte euch einfach mal zeigen, wie es hier überhaupt aussieht. Wir haben hier genau 2 Pokestops, 3 Pokestops, 4 Pokestops, unendlich viele Pokestops. Seht ihr, wenn ich mal hier rumschwenke, die ganze Stadt ist voll, die ganze Stadt ist überflutet. Also hier geht's richtig ab, wenn hier mal Community Day ist und so. Aber da bin ich nicht mehr da. Haha. So. Wir wollten also 2 Sherox entwickeln, suchen uns dazu die 2 Sichlor, die wir noch haben. Ein 98er, das entwickeln wir mal durch mit dem Metallmandel. Denn Forscher haben in jahrelanger Kleinstarbeit herausgefunden, dass Sichlor zu Sherox entwickeln die beste Sache ist, die man machen kann mit Entwicklungs-Items. Was wollt ihr sonst machen? Mit dem Metallmandel. Wollt ihr ein Stalos entwickeln? Das ist schlecht, damit macht man nichts. Oder wollt ihr 100.000 Bonbons ausgeben, wenn ihr ein Duflor weiterentwickelt zu Blubella? Das sieht nicht nur schwul aus, sondern das verschwendet so viele Bonbons. Aber die Teile kosten 50 Bonbons, sehen cool aus, sind nützlich, richtig gute Käferangreifer. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, wir entwickeln Sichlor, auch wenn ich nur noch 2 Stück hatte und jetzt keinen Sichlor mehr habe. Aber natürlich 2 gute und 2 gute Sherox dazu gekommen sind, ist das eine coole Sache. 2x Sherox entwickelt, ein 98er, ein 96er und die Aufgabe ist abgeschlossen. Das mit den Pokestops dauert noch ein bisschen und wir werden als nächstes die 25 Sananabären verwenden. So, wir sind jetzt hier angekommen im Schlossplatz in Stuttgart. Im Schlossplatz, am Schlossplatz, im Schlosspark, nee, am Schlossplatz in Stuttgart. Und wir wollen jetzt 25 Sananabären vernichten und 25 Tiere fangen. Und da ist schon das erste Ainatu, das nehmen wir gleich mal mit. Nicht vergessen, immer schön gelbe Beere drauf. Zack. So. Es sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Vor allem auch die Bagger hinter uns. Die da natürlich rumarbeiten. Das waren jetzt nur LKWs, aber egal, ihr wisst schon, was ich meine. Und dann nehmen wir alles mit und hoffen, dass da noch mehr auftaucht. Ein Lambi. Da liegen schon die Leichen in der Wiese. Muss man jetzt nicht mitnehmen. 2. Was haben wir noch? Ach, Lavita. Nehmen wir auch mal mit. Kann man ja mal machen. Genau. Und natürlich wichtig, alles mit Pokéball fangen. Weil wir sind GoPlus in Person. Noch einmal rein. Solange drehe ich mich mal kurz, dass ihr mal hinter mir ein bisschen irgendwas seht oder auch nicht seht, weil man gar nichts sehen kann, dadurch, dass ich die ganze Zeit hier bin. Aber das hat auch funktioniert. Weiter geht's. So, nächste ist dann dem runden Ding. Oh, hier hat gerade einer Lokmodul aufgemacht. Guck mal, Lenny Nice. Ja, leider kommt da gerade nichts raus. Oh, jetzt Schneckmark. Nimmst du mit? Och man, wieso kann man nicht schön den Weg entlang laufen? Wieso muss man immer über irgendwelche Wiesen klettern? Wir sind doch alle gesittet. Das Leben ist, wie es eben ist. Was macht man denn dagegen, wenn einem der Arm weh tut? eBay Kleinanzeigen, neuen Arm kaufen. Gibt's da nicht eine bessere Lösung?
6 von 25. Das ist ein hartnäckiger Kollege. Der flieht sogar bei 51 WP. Er macht keine halben Sachen. Da ist der Kreis so gelb wie sein Kopf. Mensch, hey. Oh, gefangen, wunderbar. Mensch, hier wird es immer schöner außenrum. So, hier ist Schloss Garten jetzt. So, und da gibt es diese drei, wie ich dir gesagt habe, wie bei euch am Strich, dass man da frei anmacht. Wenn man sich da auf die Bank setzt. Mhm. Ische, Venus und noch ein. Mhm. Mhm. Schon 10-mal daneben geworfen. Genau, da sitzen nochmal zwei. Ein Merrill und noch ein Natu. Immer noch kein Shiny dabei. Jetzt wollte ich schon werfen. Los, Merrill, Streep, was geht ab? Wir bleiben nochmal stehen. Drehen uns nochmal gemütlich eine Runde. Dass ihr noch ein bisschen was von der Umgebung seht. Oder auch nicht. Gut, jetzt schlag mal darüber. Ah, da sitzt doch noch ein Hunduster. Ist das normal, dass die Statue da so einen Finger angezogen hat? Ja, warum? Das ist doch ein Scherz. Hier stehen übelst die Skulpturen und die eine hat einfach so einen Wrestling-Gummihandschuh an. Ist das normal, ja? Ist das normal? Stay hungry. Stay hungry. Bleib in Ungarn. Ich mach halt mal einen neuen Take, dass die Datei schon mal gespeichert ist. Nö, da muss ich euch auch wieder neu machen. 13 von 25. Jetzt. Nächstes Pokémon. Ein Quiegel. Hat sich versteckt, aber das entkommt uns nicht. Das kriegt auch eine gelbe Beere. Hier wird alles gefüttert, was rumsitzt. Bam. Wenn das mal nicht drin ist, dann fresse ich einen Quiegel. Jetzt rede ich schon so wie der. Es bricht natürlich wieder aus. Aber keine Sorge, müssen wir dann weniger fangen, wenn wir es an dem alles voll machen können. Ich glaube, hier können wir bleiben. Hier können wir den Rest nehmen. Ein und Duster nochmal. Zwei Wabus und After. Einmal hier, einmal da, wunderbar. Der ist wohl jetzt nicht mehr da. Der hängt jetzt unter meinem Arm, weil der Arm so schwer ist und ich den nicht mehr halten kann. Und genau in den Ball gehüpft. Gleich müsste es vorbei sein. Dann filmen wir noch ein bisschen die Umgebung. Das kommt aber wieder in ein anderes Video rein. Hauptsache es geht hier um die 23 von 25. Also werden die letzten bei. Nein, wir nehmen nicht zwei Wablu mit. Wir nehmen ein Wablu und wir nehmen dazu noch das Sonnenkern. Boom! Einmal großartig. Danke für deine Hilfe. Wir laufen noch ein Stück dahinter, wo es wieder wässriger wird. Sie nennen ihn Ramses der Dunker. Tippen das Sonnenkern noch an. Und das müsste jetzt das letzte sein. Bam! Gelbe Beere drauf. Zack. Ball drauf. Oh. Mal kurz gesetzt. Die nennen ihn Ramses der Dunker. Ist drin im Sack. Wunderbar. 25 Beeren. Und ihr seht's. Die Aufgabe ist fertig. Fehlt nur noch Pokestops. Aber die schneide ich hier noch rein. Peace. Willkommen zurück, eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise noch die gleiche, denn die ersten 6 Pokestops, die ersten 6 Tage habt ihr jetzt gesehen und wir sind jetzt auf dem Weg zum 7. Stop, der 7. Tag und das ist dann auch gleichzeitig das Ende der Aufgabe von Kapitel 6. Dazu habe ich mir was Besonderes ausgedacht, wir sind jetzt extra mal zum Bismarckturm gelaufen, damit ihr mal seht, wie das hier so aussieht, weil das richtig schön ist. Hier steht ein Baum, ne? Da scheint die Sonne, Batsch. Hier kann man sich immer schön hinsetzen, Picknick machen. Was hatte ich da für coole Zeiten schon erlebt? So, und hier steht der Bismarckturm.
Und da laufen wir jetzt mal hoch, weil der Bismarckturm ist natürlich eine Arena. Könnt ihr auch hier sehen. Batsch. Bismarckturm. Und da sitzt ein kleines Ditto drin. Schaut mal, wie traurig es guckt, weil es die ganze Zeit alleine im Bismarckturm sitzt und keiner da ist, der es besucht. Also gehen wir jetzt mal rein. Laufen bis hoch und drehen dann oben den Stop vom Bismarckturm, den Arena-Stop für den ersten Stop des Tages, beziehungsweise den sechsten Stop in der Reihe, aber den siebten für die Aufgabe. Also wer den Bismarckturm nicht kennt, aber aus der Umgebung kommt, schaut's mal vorbei, zieht euch den rein, ein Stück ducken, nicht, dass der Kopf wegreißt. Und da sind wir nun angekommen, oben auf der Arena. Und wir drehen gleich den Arena-Stop. So. Alles ist im Sack. Wir schauen uns die Aufgabe an. Alles ist gelöst. Wir werden die ganzen einzelnen Teile jetzt einlösen, holen uns die goldenen, die silbernen Sananabären. Und das war Kapitel 6 von 8. Und es geht weiter mit Kapitel 7 von 8, aber das in der nächsten Folge. Bis dahin, holt tief Luft, peace out, Vorhaut, euer Ramses.